Wärst du nicht lieber mit deinen Wachen hier? Ach was, es ist himmlisch, sie hin und wieder los zu sein. Glaub mir, sie sind die reinsten Glucken. Ich will die Natur genießen und bewahren. Ich will nicht erleben, dass sie wegen übertriebener Angst um mein Leben zerstört wird. Und wenn die Natur uns angreift? Dann bleibt uns keine Wahl. Ich will nicht als Beute enden. Du? Aber solange alles ruhig bleibt, müssen wir nicht provozieren. Das ist mir ganz besonders wichtig. Mhm. Also wenn ich einen Baum, einen Waldschrat angreift, willst du einfach nur zusehen. Sucht jemand, der mit ihr ESO spielen würde, und ich dachte da gleich an dich. Ich würde dich anschreiben und Grüße ausrichten. Im Dual-Stream. Ah, okay. Also angeschrieben hat sie mich, wie gesagt, nicht. Sie hat, wie gesagt, reingefollowt. Ich weiß gar nicht, von... Ich glaube von Frisches. Entweder von Frisches oder von... Wem anders hat sie auf jeden Fall ein Zap-Geschenk gekriegt. Ich glaube von Frisches war's. Und... Ja. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich denn ESO das letzte... Montag hatten wir ESO gespielt. Aber war ich ein bisschen in ESO drin. Gibt es in dieser Gegend Panther. Ein Grund zum Aber würde auf jeden Fall gut klingen. Weil in ESO habe ich, wie gesagt, überhaupt noch gar keinen. Da laufe ich ja gerade einfach ziellos und mache irgendwelche Stories. Deswegen. Das ist ein Skyrim und Merlin. Gott, möchte ich wissen, wie du sie leiden lässt? Hörst du? Rehe, schätze ich. Du hast ja Ohren wie ein Luchs. Hörst du? Panther. Ich höre gar nichts. Ich höre gar nichts, ja. Ich muss mich auf Bären verlassen. Oh. Verdammte Wilde. Fang. Offenbar wollten sie Bären fangen. Stattdessen ist ein Panther reingerannt. Schau, ein Junges. Hilfst du seiner Mutter? Ich versuch's. Sie muss erstmal beruhigt werden, sonst greift sie uns an. Ja, du sie befreist. Ich entschärfe erstmal die anderen Fallen. Wie, dass sie hier gleich wieder reintreten. Beruhigen. Das war doch mit Axi, oder? Mit Axi konnte man beruhigen. Ist ruhig. Mama hilft dir. Und da heißt es, Hexer wären herzlos. Ja, das hier wird ruhig. Damit auf. Oh weh! Ich hab vergessen, dich zu warnen. Tut mir leid. Der Paresthesiomat hat eine Leuchte. Du musst wegsehen, sonst blendet sie dich. Ja, das habe ich gemerkt. Der Paresthesiomat hat die Tiere verstört. Wir verschwinden besser. Ich kann Wilderei nicht leiden. Oh, die armen Panther. Ich bin froh, dass du auch so tierlieb bist. Du hast für einen Städter ja vielfältige Interessen. Ich beschäftige mich gern mit schönen Dingen. Wein, Natur. Ja, Wein können die auch mal. Das Leben eines Hexers ist sicher handwürdiger. Mit irgendwas. Bei allem Respekt. Dass sie auch alles verschwinden hat. Oh, ja. Okay. Ich könnte mir nicht vorstellen, Tag für Tag aus mit den gleichen Kreaturen zu tun zu haben. Aber die Angst verschwinden, wie gesagt, die sitzt tief. Kann es nachempfinden. Psst. Hörst du? Sind das diese, Riesentausendfüßler leben unter der Erde im Tunnel, machen ein bestimmtes Geräusch. Damit kann man sie finden. Hier hört man es ganz deutlich. Das Nest muss in der Nähe sein. Da sind wir. Also, dieser Aussichtspunkt taugt nicht. Hier kriege ich kein gutes Bild. Na schön. Suchen wir dir einen besseren Platz, der außerdem sicher ist. Tritt vorsichtig auf. Riesentausendfüßler spüren die geringsten Erschütterungen. Wenn sie aufwachen, sind sie sauer. Wie wäre es hier? Ich weiß nicht. Ist das nicht ein bisschen nah? Gut, wir suchen einen anderen Platz.
Hier scheint es recht sicher. Sicher vielleicht. Aber man sieht ja nichts. Boah. Na gut, suchen wir weiter. Ich zerstöre hier gleich die Nester, wenn du so weitermachst. Hier vielleicht. Der Abstand passt. Und das Licht ist auch nicht übel. Ja, das ist genau das Richtige. Mhm, natürlich ist es das. Kannst du sie rauslocken? Kurzen Moment. Ich muss nachdenken. Vibrationen. Ich muss den Boden erschüttern. Ich versuche es mit einer Bombe oder einem Zeichen. Ein Paniktreff. Zieh dich vor und komm nicht näher. Ist aber gar nicht nett, Dattel. Das war einfach toll. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein Anliegen. Ich will das Balzverhalten der örtlichen Faunen einfangen. Das wäre ganz wunderbar. In der Nähe soll es ein paar Exemplare geben. Wir können hingehen, aber ich würde nicht darauf zählen, dass wir sie beim Balzen beobachten können. Die Saison ist seit einem Monat vorbei. Oh nein, das ist schrecklich. Wie schade. Diese Kastenwelle. Ich wollte doch so gerne sehen, wie sie ihre herrlichen Räder schlagen. Kannst du sie nicht irgendwie ermuntern? Oder herausfordern? Wie stellst du dir das vor? Womit sollte ich ein Rad schlagen? Mir wächst so schnell kein Pfauenschwanz. Ich dachte eher an Hexermagie. Angeblich kannst du niedere Kreaturen beeinflussen. Ich kann es mal versuchen. Ich verspreche dir aber nichts. Herrlich, okay. Ich bin schon zufrieden. Ich weiß nicht genau, wo die Pfauen sind, aber ein Jäger hat mir die wahrscheinlichen Orte genannt. Ich markiere sie dir. Na schön. Sofern die Zeit ist übrig. Möglich. Rest. Ich frage mich, wieso Pfauen? Meine Tochter ist ganz vernarrt in sie. Es soll ein Mitbringsel werden. Wir sind dicht dran. Halt die Augen offen. Eine Rumpffeder mit Talg. Der Pfau hat sie neulich abgeworfen. Ich kann dem Talggeruch nachgehen. Du hast auf die falschen Spiele gedacht. Ein Hexer in Aktion. Es gibt keine falschen Spiele. Aber man muss ja auch nicht alles mögen. Ich hatte jetzt halt in letzter Zeit immer Lust auf. Hörst du? Sie rufen 14. Dann ist es nicht mehr weit. Mal sehen, was ich tun kann. Such dir einen guten Platz. Ja. Bereit. Wirke deine Magie, Hexer. Noch einmal. Und du dann auch gleich. Miau. Hey. Jetzt. Ah.
bisschen voll mit. Ja, wie soll ich die jetzt dazu zwingen? Wie jetzt mit Feuer? Hallo? Jetzt habe ich drei gleichzeitig. Oh, das wird ein Meisterwerk. Das wird Feuer. Ich fucke die Viecher doch nicht ab. Riesen Tausendfüßler! Ah! Verdammt! Wo kommt die her? Sie müssen uns verfolgt haben. Zurück! Ja klar. Out. Ja klar, für den letzten Schlag. Das war knapp. Ich glaube, mir reicht es für heute mit dem Abenteuer. Mhm. Erst jetzt. Was für ein herrliches Abenteuer. Hast du alles bekommen, was du wolltest? Ja. Dann sollten wir ins Lager zurückkehren. Hier habt ihr euren Herrn wieder. Gesund und munter. Wir danken dir, Meister. Seht ihr, Jungs? Da war doch nichts dabei. Danke, Hexer, dass du auf unseren lieben Grafen aufgepasst hast. Auf dem Kopf. Der Ausflug hat ihm ja richtig gut getan. Das er war sein gewechselt. Warte einen Moment hier, Geralt. Gerät. Ich muss meine Börse holen, damit ich dich bezahlen kann. Ich glaube, dieses komische Foto-Dingens. Ich hätte gerne öfter solche Aufträge. Der Graf ist einfach toll, nicht wahr? Wie ungerecht, dass ausgerechnet seine Familie ein so schweres Schicksal hat. Schweres Schicksal? Davon hat er nichts gesagt. Schweres Schicksal, ja. Seine Kleine, Clarissa heißt sie, ist vor 10 Jahren vom Pferd gefallen. Seitdem kann sie nicht mehr laufen. Davor war sie das Herz des Hauses. Sie hat jeden Winkel mit Freude erfüllt. Der Graf hat sie oft auf seine Ausflüge mitgenommen, weil auch sie Tiere so liebte. Jetzt bleiben ihr nur noch die Gemälde, die er von seinen Exkursionen mitbringt. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Es war ganz außerordentlich, dich in Aktion zu sehen. Es stimmt, was man über dich sagt. Es war keinesfalls übertrieben. Du bist diszipliniert, zuverlässig und verantwortungsvoll. Manchmal. Du wärst der ideale Geschäftspartner für mich. Zu schade, dass dich der Weinhandel nicht interessiert. Ich habe ein Weingut, vielleicht also passt das. Deine Belohnung. Verwende sie klug. Danke. Wir versuchen es. Ich hätte da noch ein weiteres Anliegen. In ein paar Tagen stelle ich meine Arbeiten aus, nur für Freunde. Es wäre schön, wenn du auch kämst. Warum nicht, wenn ich in der Gegend bin? Wunderbar. Dann sehen wir uns bei mir. Ich bin bei einem Freund, solange ich in Toussaint bin. Bei einem Dorf namens Francoulard. Ich komme vorbei. Bis dann. Mein Leben, das Schlimmste überhaupt. Wenn meine Tochter etwas Schlimmes passieren würde. Und vielleicht durchdrehen. Dass man kein Kind. Das ist tatsächlich so die größte Befürchtung, die ich habe, wenn
Frische und ich irgendwann mal Kinder haben. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich bei einer harmlosen Grippe schon durchdrehen. Einfach weil ich mir solche Sorgen machen würde. Ich meine, bei Katzen gehe ich schon ab wie sonst was. Sobald sich mein Kater nur einmal übergibt, bin ich schon total panisch. Oder sobald ich mit ihm zur Kontrolle muss, aber... Bei richtigen Kindern? Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Also bis zum Mittag. Können wir uns einmal hin reisen. Warte, sei jetzt hier nicht irgendwo ein... Da hinten, oder? Hoffe ich mal, dass wir zeitlich passend hinkommen. Okay, es ist Nacht. Das ist schon mal gut. Einmal durch die Weinfelder. Ich denke, das wäre mir ein Grund, warum Claudio mir zerbrach. Oh Gott. Sie ist eine schlechte Mutter. So ein Scheiß. Ja, die Angst habe ich auch. Also eine schlechte Mutter zu sein. Allgemein habe ich sowieso Angst davor, Kinder zu kriegen. Aber noch dauert es mindestens 1 bis 2 Jahre. Sehr gut, das habe ich auf meinem Sturm gefallen für den Schadensbonus von 25%. Hallo, oh, ich habe hier keinen Bonus. So, warte mal. Die Tafel ich. Nee, die Tafel ist natürlich genau auf der anderen Seite. Und jetzt einmal warten bis zum nächsten Morgen. Da habe ich nicht drauf gedrückt. Warum komme ich da hin? Die Wildnis zu Sans birgt unzählige faszinierende Geheimnisse. Lächeln. Sowohl die Weibchen als auch die Männchen der Tausendfüßler von Beauclair sind exzellent. Wir schleichen, bin ich zu blöd im Spielen. Die Tiere greifen meist rudelweise an. Doch einmal konnte der Autor dieser außergewöhnlichen Arbeit ein Einzelexemplar in Angriffsbereitschaft einfangen. Man beachte den Jäger, der in vollem Bewusstsein der Gefahr und in aller Entschlossenheit auf den richtigen Augenblick zum Zuschlagen. Nein, so ein halbes Selfie, ey. Geralt kann ich schon. Nee, Geralt ist auch. Geralt, da bist du. Wunderbar. Nicht dafür gemacht. Geralt ist so gleich. Oh, da ist was ich töten kann. Ich hau gleich drauf. Wie schön. Aber ich meine jetzt halt in anderen Spielen, wo man schleichen muss. Dich, dass du nicht ablehnen da bin ich schlecht drin. Richtig schlecht. Ich sag nur Tomb Raider. Du kannst es natürlich verkaufen. Ich weiß, Sadel, du magst Tomb Raider nicht, aber das war jetzt Beispiel. Zu Hause aufhängen würdest. Danke. Ich nenne das Trompet hier. Ja, wie ich. Ich bin auch ein Trompetier. Eine deiner Wachen im Lager hat mir von Clarissa erzählt. Es tut mir leid, dass sie einen Unfall hatte. Danke. Solch freundliche Worte bedeuten mir sehr viel. Nein! Wie geht es, Clarissa? Sicher kann sie deine Rückkehr kaum erwarten. Aus! Damit sie ihre Geschenke kriegt, meinst du? Aber ich habe ihr schon 2 geschickt. Sie muss nicht auf meine Rückkehr warten. Auf dem Heimweg will ich durch Dol Blatana ziehen. Angeblich gibt es dort Sylvane. Ja, stimmt. Ich kenne sogar einen. Toku. Er heißt Torg. Kann Torg, ziemlich niederträchtig sein, aber wenn der Preis stimmt, tut er alles. Wie schön. Danke für den Tipp. Bestell ihm schöne Grüße von mir. Ist das Tal der Blumen, meine ich, oder? Muss das Tal der Blumen sein?
Du hast ja viele Freunde. Und sie sind ganz hingerissen von deinen Bildern. Oh, wer so viel Geld hat wie ich, der wird umschwirrt wie frisches Fleisch von Fliegen. Jeder Nieser, jeder Rülpser und wie wär's in 5 Stunden? Und bejubelt. Sie sind nicht alle verlogene Kriecher. Das will ich nicht sagen. Nur die meisten, leider. Warum lädst du sie überhaupt ein? Ich bin ein Mann des Geschäfts, das ich über jede persönliche Sympathie oder Antipathie stelle. Außerdem? Bisweilen stelle ich ein total missratenes Bild aus. Nicht mehr in diesem Run. Um dieses Geschmiere über den grünen Klee zu loben. Je dringender jemand sich meine Gunst erwerben möchte, desto lauter preist er das Meisterwerk. Ein diebischer Spaß. Aber Gwent spielen wir in diesem Run nicht mehr. Wir wissen vielleicht im zweiten. Schön, dich irgendwann. Bis dann. Ende des Jahres, nächsten Jahres vielleicht. Da ich ja die anderen Enden des Spiels auch kennenlernen möchte. Werden wir es bestimmt nochmal spielen. So. Der nächste Auftrag haben wir. Schatzsuche werden wir wahrscheinlich so nebenher erledigen. Dann würde ich gern einmal zu unserem Haus nochmal gehen. Plötze. Da! Hörchen! Los, los! Einpark, vielen lieben Dank für deine Donation von 10 Euro. Vielen lieben Dank. Du hast doch schon 2 Subs da gelassen. Aber vielen lieben Dank. Na, nicht in den Fluss. Lecko, Fanny, nimm die Brücke bitte. Nimm. Die Scheißbrücke, bitte. Na komm, 2 Fernkampf. Ich werde das in diesem Run nicht mehr verstehen. Ich werde das auch nicht nochmal ausprobieren. Beim zweiten Run. Dann Witcher ist ja bald durch. Ja, stimmt. Stimmt. Witcher ist, nähert sich leider Gottes zum Ende. Nein, nein, Daddle. Nein, nein. Ja, sie war der letzte Follower, meine ich. Glaube ich. Denke ich. Nein, ich bin falsch geritten. Nach Witcher wird auf jeden Fall, da das ja in der Umfrage weit bisher beschlossen wurde, sofern jetzt hier nochmal Risen mit Gott, 5 Stimmen über Fallout übertrifft, wird halt Fallout New Vegas als nächstes kommen. Hat sich die Community gewünscht. Deswegen mal schauen. Wie gesagt, ich werde irgendwann nochmal Gwent spielen, aber nicht mehr in diesem Run. Ich mache nur noch die Story von Blood and Wine. Gucke, dass ich einige Schatzsucher-Sachen da noch mache. Und beim zweiten Run könnte ich. Ich verspreche es nicht, ich könnte. 100% Run machen. Also auch Gwent. Lieber mal wieder ein Pferderennen machen. Weiß gar nicht, geht das noch? Ich habe auf jeden Fall alle Pferderennen habe ich bisher auf jeden Fall schon gemacht. Meine die Questreihe schon durch. Dass ich immer noch freie Rennen machen kann. Kann ich gleich mal gucken. Wäre ja cool, wäre auf Pferderennen hätte ich auch Bock. Liebe Pferderennen in Witcher. Pferderennen sind cool. Oh, da geht ein Hexer,
Da wird schon wieder gesungen. Wie falsche Antwort. Nee, nee, richtige Antwort. Richtige Antwort. Pferderennen ist cool. Ich habe mir tatsächlich vor, also das ist Jahre her, tatsächlich mal ein Pferderennspiel geholt. Frag mich nicht warum, aber ich mochte es halt in Spielen Pferderennen zu machen und ich fand das so cool. Das Spiel allerdings war scheiße. Aber ich konnte Pferderennen machen. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie das Spiel funktioniert. Aber hier in Witcher 3 ist cool. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Das musst letztendlich du beurteilen, Herr. Meiner bescheidenen Meinung nach kommen sie gut voran. Mach ich gleich, Daniel. Mach ich gleich. Die allgemeinen Renovierungen abgeschlossen. Und die Möbel, die ich bestellt habe, sind auch angekommen. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Ich würde Haus machen. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- Nee, heute nicht. Heute trinke ich relativ viel. Aber wie gesagt, ich zeig gleich das Haus, gleich die Bilder. Das ist für den Name, als wenn es verpennt, Dr. Dent. So, warte mal. Mach ich einmal kurz. Jo. Was machen wir denn mal? Was machen wir denn mal? Nee. Möchtest du heute machen? Oh Gott, weiß ich nicht. Also, sagen wir mal open-end, solange wie ich lustig bin. Solange wie ich fit bin und aktiv bin und, ne? Solange es mir gut geht. So, einmal an, das einmal aus. Und hier haben wir wieder Salem. Ich muss unbedingt neue Bilder hinzufügen. Lustig bist du immer. Es gibt auch Tage, wo ich glaube ich nicht ganz so lustig bin. Das sind dann meistens Tage, an denen ich wirklich kaputt bin. Und wo ich nur relativ wenig streame, also an Stunden. Ich glaube, letzte Woche zum Beispiel, da hatte ich einfach nur 4 Stunden gemacht. Da hatte ich allerdings auch sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Wie süß, da kann man so China. Vom Namen her, ja. Salem. Er ist nur halt nicht schwarz. Aber es ist mein kleines Lämpchen. Keine Reden. Also rein theoretisch, wenn man katzisch versteht, ja. Er redet sehr viel. Aber man kann es leider nicht verstehen. Doch, wenn er Hunger hat, das kann man verstehen. Wenn er dann zum Napf rennt und sein Essen anstarrt. Anzünden. Nein, nix da. Gästezimmer wäre einfach cool. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super sicher. Ein paar Gedanken für die nächste Donation. Danke für 8 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Für Leckerlis für den Kater. Ja, stimmt, die Leckerlis gehen weit aus. Die haben nur noch 3 Thunfischstreifen. Also wir haben so Naturthunfisch. Haben wir, oder habe ich für die Kleinen gekauft. Weil sie lieben Thunfisch. Ja, je eher wir damit lieben anfangen, Thunfisch desto alles. Besser. Ist bald leer. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Hallo Dufte! Was ist das bitte für ein Sound?
Bei dem Sound darfst du dich tatsächlich bei Luna bedanken, weil Luna hat mir das Lied vorgespielt. Und ich habe geguckt, ob es das gibt als Alert, und es gibt ihn als Alert. Und weil Kaya da, Kaya liebt diesen Alert. Deswegen dachte ich, für Kaya packen wir den Alert rein. ja, viel Spaß im Lurk und guten Hunger, Luna. Aber ich hoffe, es geht dir gut, Dufte. Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Ja, bestell mir bitte neue Ständer. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst. Im Leben habe ich mit 14 angefangen. Nichts stimmt. Ich habe gesehen, dass das es hast jetzt. Ständer zu sehen. Sehr cool. Morgen um diese Zeit. Und wie weit bist du? Sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen? Oder hast du es erstmal nur angetestet? Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich könnte ein besseres Bett gebrauchen. Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, stelle ich bei den Schreibern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Gelehrte habe ich bisher noch nicht gespielt. Kommt aber noch. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. Ich glaube, ich bin jetzt Bade Level 55 oder 56. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Nee, mehr kannst du nicht für uns tun. Kommen wir später darauf zurück. Das ist ein Sinn. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mich dringend Nee. Kein Problem, Herr. Ich bin hier, um dir jederzeit zu dienen. Einfach nur nein. So. Das kann ich. Was hatten wir hier verändern lassen? Ich weiß nicht, was wir hier draußen haben verändern lassen. Ich glaube, irgendwas bei den Feldern war es. Ah nee, war da. Stimmt, das war der Stein für Plötze, den wir, glaube ich, haben machen lassen. Oder? Hat Plötze jetzt ihren Stall? Nee, immer noch nicht. Seltsam. Sehr seltsam. Deswegen geht es aber echt fix, muss ich sagen. Wenn man sich ransetzt, auf jeden Fall. Wenn man es so macht wie ich, dann kann das Ewigkeiten dauern. Wobei mir gesagt wurde, dass ich auch schon relativ schnell war, aber naja. Ich wäre gern ein bisschen schneller gewesen. Für Jos Kungel, nimm doch mal was. Weißt du, Geralt kann sich ausruhen, wenn wir das Spiel durch haben. Dann kann sich Geralt ausruhen, die Füße hochlegen und entspannen. Ich lese aber nicht alles. Ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich werde wahnsinnig. Ich werde echt wahnsinnig bei dem vielen Text, den es da gibt. Also, was für eine Behörde. Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich was verbessert, aber ich merke nicht davon, dass wir hier draußen was verbessert haben. Also, Die Tage, sie vergehen. Aber wir machen jetzt mal mit der Hauptstory weiter, würde ich sagen. Die Hauptstory habe ich ja jetzt die letzten zwei Streams nicht weitergemacht. Das Buch der Liebe ist lang und öde. Den festen Wälzer kriegt ja keiner hoch. Wer nicht täglich Rotwein säuft, ist selber schuld, wenn's scheiße läuft. Der ist geil. Den Sprung muss ich mir merken. Lauf, Plätze. Ja, genau. Riss die Stange auf. Die Arbeit bleibt bestehen. Werd nicht zu fett. Muss doch nur arbeiten. Ich bin ganz froh darüber, dass die meisten Texte vorliest.
Natürlich ist das nicht zu erkennen, also es fehlt auch irgendwie der Zusammenhang. Ja, das stimmt schon. Zumindest bei der Hauptstory lese ich ja jetzt vor. Meistens. Aber die Texte sind auch verdammt klein, finde ich. Gut, kommt drauf an, was man für einen Monitor hat. Wenn man jetzt den Monitor hat, den frisches bei sich oben hat, dann denke ich mir auch so, ja gut, da brauche ich noch nicht mal mehr eine Lupe für, da sehe ich sogar den kleinsten Fussel im Spiel. So, der hat so einen riesen Monitor. Gut, mein Hauptmonitor ist auch nicht zu verachten, also da sehe ich auch alles. Aber wenn ich das jetzt auf dem zweiten Monitor alles lesen müsste, oh Gott, das wäre durchgedreht. Durchgedreht, genau. Okay. Ja. Zeitlupe. Okay, ich glaube, das Viech ist besoffen. Ich glaube, das Viech hat sie nicht mehr alle. Weiter so, Plätze. Die Viecher sind jetzt komplett abgedreht. Aber gab es nicht noch? Ich frage mich, wo diese eine Höhle, es soll ja in Blood and Wine diese eine Höhle geben, mit den zwei Trollen. Das war das Einzige, was ich von Blood and Wine wusste. Wo ein paar bekannte Stimmen. Also es gibt ja in Blood and Wine zumindest drei bekannte Stimmen. Die suche ich. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich wüsste das gerne. Aber ich würde es halt gerne alleine herausfinden, aber ich habe das ja noch nicht gefunden. Gab es Orte, wo ich noch nicht war? Bestimmt gab es die. Na gut, weil da oben war ich noch nicht. Ich muss unbedingt nach dieser Höhle mal suchen. Schneller! Nee, ich möchte nicht am Arsch lecken, danke. Ja gut, also wenn Schweine fliegen können, dann kann ich mich unsichtbar machen. Okay. Wir sind mehr Fragezeichen als aufgedeckte Orte. Hast du dafür? Ja, wir spielen ja auch Blood and Wine noch gar nicht so lange. Beim letzten Mal waren noch mehr. Auch mal Fragezeichen. Wechselhafte Wetter in Beauclair? Wechselhaftes Wetter? Ich habe dich gesehen. Jeden Tag gibst du uns Abwasser vor dem Laden aus, damit die Leute sich die Schuhe einsauen und zu dir kommen. Eine abwegige Verschwörungstheorie, meine Herren. Verschwörung? Höchstens von meiner Gürtelschnalle gegen deinen Hintern. Komm her! Lasst ihn in Ruhe. Und wer zum Kuckuck bist du? Sein Vater, ein Hexer. Ein Hexer. Und ich rate euch dahin zu verschwinden, wo ihr hergekommen seid. Ich dachte, Hexer beschützen Menschen vor Monstern, nicht Kriminelle vor der Justiz. Ich muss mit dem Jungen reden. Du kannst mit dem schwatzen, bis dir die Zunge abfällt. Aber zuerst gerben wir ihm das Fell. Weg da! Kommt nicht in Frage. Ach nein? Dir können wir auch das Fell gerben. Das ist mir einerlei. Schlechte Idee. Oh, ja, komm. Hallo, darf ich auch mal schlagen? Hallo, sag mal. Danke. Also, ihr seid nicht stark, aber... Schwarze Rüstung ist cool. Und wir haben Level Up. Was geht hier vor? Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen Gewalt die? Gewalt ist keine Lösung. Das war keine Gewalt. Die haben angefangen. Hallo, wir haben noch nicht angefangen. Eigentlich gar nicht. Das war pure Selbstverteidigung. Ist schon vorbei. Aha, verstehe. Du als Schützling der Herzogin kannst gehen. Aber die hier,
Das ist was Danke. Anderes. Hallo? Nur bei Spinnen, ja? Nur bei Spinnen bin ich ein Schisser. Also wirklich. Skandal. Das war ein Riesenstock. Du kämpfst nicht schlecht, Herr. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Du hast direkt im Gesicht, weißt du das? Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment. Setz dich doch erstmal. Aber meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Das war doch Antwort 1. Der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr. Ich nehme die 3. Nicht gefehlt, so zu denken. Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Groß, schwarze Kleidung. Geralt? Irgendwas. Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Und wie viel? Sagen wir 500 Kronen. Bitte? Du stinkst wohl. Schön, dass du gar nicht mehr was willst du überhaupt? Nee, mit so überhaupt viel nicht. Mein die glitschen über alles durch. Du weißt schon, einen ordentlichen Stand, ein großes Schild. Neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Bei tatsächlich. Und bei TNC hieß tatsächlich. Ist, kaufe ich mich beim aber erstmal wirst du ja. Abwasser umsonst. Vielleicht diese Woche? Vielleicht du hast ja sorgfältig geplant. Mal und schauen. Mir fehlt nur noch das Kapital. Na gut. Mal danach sehen, kann man sich schon auf Fallout freuen. Siehst du? Ich wusste, wir einigen uns. Oh ja. Ich bin gespannt. Scheiße, wir haben gar nicht genug. Kacke. Da gibt es ein Problem. Mir fehlt das Kleingeld. Mal sehen, ob ich was auftreiben kann. Ich werde geduldig ausharren. Scheiße. Nein, komm, leck mir doch. Warte mal, wir brauchen einen Händler. Wir brauchen einen Händler. Das Gute ist ja, dass ich Fallout Wings nicht installieren muss. Das habe ich schon installiert. Ich war schon so frei. Das heißt, falls wir im Stream durchkommen sollten. Also heute nicht, aber dann nächste Woche oder so. Wir nehmen uns drücken für weiter ausbilden. Mehr Loyalität bekommst du nicht. Du bist schon auch ein würdiger Erbe. Oh. Wenn das gehen würde, würde ich so einige Kinder aufnehmen, die so auf der Straße sitzen. Aber wir nehmen Ciri als Erbin. Mich täuscht du nicht. Ja, mich täuscht du nicht, genau. Geralt. Nee, Geralt. Wow! Halt die Hände still. Hört, Bürger von Bouvier. Da hier. Ich will mich was verkaufen. So. Sobald ich was verkauft habe, muss ich einmal ganz kurz wohin. Ich war in den letzten fast 2 Stunden nicht einmal mehr auf dem Klo. Nee, das will ich nicht verkaufen. So. Sagen wir. Das ist Toskana Live. Aber wirklich. Viel Glück auf dem Weg. So. Wenn ich wissen, geh einfach viel Spaß. Oh, du musst mich bringen. Nicht? Ich dachte, ich mache jetzt extra ein Bild und vergesst, was ich gesagt habe. So, bis gleich. Geh einfach. Ja, Hex.